Ja, das ist eine Premiere für mich, auch dieses Zoom. Sonst habe ich es ja immer gern, wenn das Publikum eben so klein und überschaubar ist, weil die Vorstellungen dann, die Präsentationen dann sehr persönlich sind. Und diese Millionen Leute, die uns da halt via Zoom folgen, die machen mich nicht nervös, ne? Weil die sehe ich alle nicht. Gut, fangen wir gleich an. Das Thema Briefe aus Grado 1900 bis 1912, also aus diesen Jahren gibt es die Briefe der Emma Auchenthaler, die sie an ihre Eltern primär geschrieben hat, Vater und Mutter. Aber wie schaut dieses Grado aus im Jahr 1900, wo die Emma eben erstmals hinkommt? Das ist ein Fischerdorf, es ist eine Insel und durch die Lagune vom Festland getrennt. Grado bekommt ja diesen Damm erst 1936 als eins von so einem Faschismusprojekt, so wie bei uns die Großglockner Hochalpenstraße, hat der Mussolini halt diesen Damm bauen lassen. Aber bis dahin war es eben eine Insel. Das ist eine Skizze so kurz vor 1900. Das Gelbe ist das historische Zentrum von Grado. Diese fünf kleinen Eckerln da rechts, das sind die Ville Bianchi. Also ich nehme an, dass alle Grado kennen, die heute da sitzen, weil sonst würden sie nicht da sitzen, unterstelle ich einmal. Vorne ist eben das Meer und hinten, wo eigentlich die weiße Fläche ist, das ist hier ein bisschen irreführend, weil da ist auch Wasser. Also eigentlich müsste man das Blau einfärben. Aber wir werden dann noch ein besseres Foto sehen. Wie gesagt, Grado ist zu dem Zeitpunkt wirklich ein Fischerdorf, obwohl 1892 der Kaiser dem Ort schon diesen Status Kur- und Seebad verleiht. Heuer gibt es auch 130 Jahre Grado, das Jubiläum mit diversen Ausstellungen und so. Es geht aber nicht wirklich was weiter. Was es gibt, ist eine Sardinenfabrik von Herrn Karl Wahanick seit 1869. Das ist die Marke, die es auch heute noch gibt als Marke. So, nächste Folie funktioniert auch. Wie kommt man jetzt nach Grado? Also wie gesagt, es ist eine Insel und man fährt mit bis 1900 überhaupt mit dem Ruderboot. Ab 1900 gibt es dann eine Dampferverbindung, sowohl von Aquileia als auch von Triest. Aber vorher ist man mehr oder weniger gerudert. Rudern hat in Grado grundsätzlich einen sehr hohen Stellenwert. Also die Fischer sind ja unter der Woche in der Lagune, kommen dann am Samstag zum Markt, um die Fische zu verkaufen, die sie da gefangen haben. Unter der Woche rudern die Damen zu ihren Männern, um sie mit Proviant zu versorgen. Und es gibt in Grado zu der Zeit auch dann ein bisschen später dann auch einen Ruderclub, den Club Ausonia, wo es sogar eine Damenabteilung gibt. Also für die damalige Zeit schon relativ beachtlich. Essentiell für den Aufschwung ist aber nicht, dass es jetzt dann eine Dampfverbindung gibt, sondern dieses Ereignis. Es gab kein Grundwasser. Das heißt, man hat das Wasser in Zisternen sammeln müssen oder vom Festland rüberbringen. Und das hat das eigentlich die Entwicklung eingeschränkt. Also es war nicht möglich, dass sich Grado in der Zeit vor dem 1. April 1900 so entwickelt wie Abazia zum Beispiel oder die Brionischen Inseln. Also diese ganzen Fremdenverkehrsorte. Und dass es zu diesem Ereignis gekommen ist, verdankt man der Familie Marchesini. Die Marchesini waren sozusagen die führende Familie, die haben den Bürgermeister gestellt, den Postmeister, den Gemeindearzt und der Bürgermeister hat es erkannt, dass ohne Wasser nichts weitergeht und hat auf eigene Kosten bohren lassen, ist verlacht worden, da wird es kein Wasser geben. Aber am 1. April 1900 war es dann soweit. Wie man auf dieser Ansichtskarte sieht, in 217 Meter Tiefe ist man dann auf Wasser gestoßen und seitdem ist das Wasser, also ist Grado mit Wasser versorgt worden. Zu dem Zeitpunkt, als auch die Emma im Jahr 1900 das erste Mal kommt, gibt es genau vier Hotels am Hafen, den Goldenen Hirschen, das von Zary, das Hotel Bost und noch irgendeins, die Ville Bianchi natürlich. Aber sonst ist die historische Altstadt, also Sie müssen sich vorstellen, die Altstadt, wie Sie sie kennen, plus diese vier Häuser. Mehr gibt es im Grunde nicht. Diese Entdeckung von dem Wasser zieht natürlich auch Investoren an, also die spüren, da
könnte jetzt was weitergehen. Und wenn man in Grado investiert, dann kauft man Wasser. Also das historische Zentrum ist ja sozusagen vergeben. Das heißt, man kann im Grunde nur diese Kanäle, Sumpfland kaufen und das trockenlegen. Zentral ist dieses Val Corpato, das ist heute diese große Straße, die vom Hafen ans Meer geht. Das ist dieser Wasserweg. Die Emma Auchenthaler ist von Grado sofort begeistert. Aber bevor ich über die Emma jetzt spreche, zeige ich Ihnen noch das, weil das zeigt sehr gut, wie das ausgeschaut hat. Villa Bianchi kennen wir alle. Und das ist nicht das Meer, das ist die Lagune. Also vorn müssen Sie sich vorstellen, vorn links ist das Meer und rechts die Lagune. Das erkennt man daran, dass der Kirchturm rechts ist von den Villa Bianchi. Diese Ansichtskarte ist datiert 1910, aber die ist sicher sehr viel später weggeschickt worden. Das ist ungefähr um das Jahr 1902 hat es ungefähr so ausgeschaut. 1910 war schon sehr viel trockengelegt und war schon ganz ein anderes Bild. Und in dieses Grado kommen eben am 3. Juli 1900 die Emma Auchenthaler und der Josef Maria Auchenthaler. Die Emma ist die Tochter eines Industriellen, eines Schmuckfabrikanten vom Georg Adam Scheidt. Der hat so eine, heute würde man sagen, wahrscheinlich Modeschmuckfabrik. Also er erzeugt im großen Stil Schmuck aus Silber, also schon aus Edelmetallen, aber sozusagen fabriksmäßig gefertigt. Sie hat 4 Schwestern und 3 Brüder, also eine große Familie, und sie ist die Älteste. Ihr Vater ist ein sehr erfolgreicher Mann, der gründet dann auch eine Metallscheidefabrik, das die heutige Gusser ist. Also und der Josef Maria Auchenthaler kommt aus einer Familie, aus einer italienischen Familie eigentlich. Der Vater ist noch geborener Italiener, kommt als Seidenhändler nach Wien, nach Benzing. Der Josef Maria ist dann schon hier geboren. Und ja, so schaut es halt aus, wenn die zwei dann vor den Villa Bianchi flanieren. Die beiden sind seit 1891 verheiratet, ein bisschen gegen den Widerstand des Vaters, weil der Vater als Geschäftsmann freut sich, wenn seine Töchter erfolgreiche Männer heiraten. Also die anderen Töchter sind mit Architekten, mit Baumeistern und so weiter verheiratet. Und gerade die Emma sozusagen besteht auf diesem Künstler. Das kommt am Anfang nicht ganz so gut, aber also mit zunehmendem Lauf der Zeit erkennt dieser Georg Adam Scheidt auch, dass gar nicht so schlecht ist, wenn man einen Schwiegersohn hat, der künstlerisch sehr begabt ist. Es gibt sehr viele Entwürfe aus dieser Silbermanufaktur, Broschen, Zigarren-Etuis und so weiter aus der Feder von Josef Maria Auchenthaler. Also wie gesagt, die zwei heiraten, gehen dann zuerst einmal nach München. Dort verfeinert der Beppi Auchenthaler seine künstlerischen Fähigkeiten. Dann folgt eine italienische Reise. Und dann kommen sie nach Wien zurück und er tritt der Sezession bei. Und im Jahr 1900 eben dieser Aufenthalt in Grado. Grund ist die Tochter, die ein bisschen kränkelt, die sehr blass ist. Und das sagt der Arzt, sie soll nach Grado fahren. Die Maria ist damals 4 Jahre alt. Und es gibt auch schon einen kleinen Bruder, den Peter Auchenthaler, der dann der Vater von der Erika Auchenthaler ist, also die Enkelin, die es nach wie vor noch gibt. Die Dame ist in der Zwischenzeit 80 Jahre alt. Ich habe zuerst schon erwähnt, es wird eine Auchenthaler-Ausstellung heuer geben in Grado. Am 12. August wird die eröffnet und die Leihgaben sind alle von der Erika und sie kommt auch zur Eröffnung. Die Auchenthalers sozusagen schon als Powerfamilie, muss man sagen, überhaupt mit dem Georg Adam Scheidt, ah ja genau, das muss ich nur erwähnen, die Emma ist so begeistert, sie schreibt den Eltern, dass es da so toll ist in Grado und 3 Tage später sind die Eltern auch schon in Grado. Also, aber die Auchenthalers und die Scheidts schließen halt dann sofort Freundschaft oder Bekanntschaft mit den Marquisini, es hat quasi auch mit der führenden Familie von Grado und gemeinsam entwickeln die dieses Projekt. Naja, man könnte da, es ist gerade alles im Umbruch und man könnte ja selber auch eine Pension eröffnen. Primär ist es eigentlich eine Idee vom Vater, von diesem Georg Adam Scheidt, die aber die Emma aufgreift. Schauen wir uns aber zuerst noch
das Familienalbum an. Das finde ich ist ein ganz ein herziges Bild. Die Emma ist eben begeistert von diesem Grado. Der Peppi ist sichtlich begeistert von seiner Frau. Also dieses Bild stammt aus dem Jahr 1901. Für mich ist es ein, also es ist jetzt nicht so hundertprozentig sicher, dass das in Grado entstanden ist, aber für mich ist es irgendwie in Grado entstanden. Also das Gewand, was sie anhat, ist dieses typische Grado-Gewand und auch dieses Blau im Hintergrund. Der Josef Maria Auchenthaler ist nämlich zu dieser Zeit schon ein anerkannter Künstler. Also das Bild hängt in Lebensgröße, das ist eben so hoch ungefähr, in der 10. Sezessionsausstellung neben einem Klimt-Bild. Weil wir in Wien sind, schauen wir uns das auch an. Also Josef Maria Auchenthaler ist ja im Grunde vergessen oder wird heute im besten Fall jetzt wiederentdeckt, aber der war schon wer zu seiner Zeit. Das sieht man an diesen Ausstellungen und man sieht es auch am nächsten Bild. Was ist Gegenstand seiner Kunst? Also er war sicher ein guter Schmuckdesigner, ein bisschen zwangsläufig durch den Schwiegervater da hineingestoßen. Er hat, finde ich, ganz tolle Grafiken gemacht, also Plakatentwürfe und viele Ölbilder auch. Also großformatige Ölbilder, eben aus dieser Grado-Zeit, sehr viel Blau. Und so der Broderwerb, er war auch ein sehr guter Porträtmaler. Und also das kommt auch in den Briefen dann immer wieder durch, dass irgendwer zu Besuch ist und der wird porträtiert. Also von dem hat er im Grunde gelebt. Das Bild der Frau war von ihm? Das Bild der Frau war von ihm, genau. Und also bei der Beethoven-Ausstellung, bei der Sezessionsausstellung, gab es zwei Säle, weiß jetzt nicht, ob links oder rechts, und im einen hing das Klimt-Fries und im zweiten sozusagen auf gleicher Höhe, ja, also am gleichen Stellenwert hing dieses Auchenthaler-Fries, das es auch nicht mehr gibt. Ja. Aber also ich erwähne das deswegen, weil wie gesagt, der war schon jemand zu seiner Zeit. Ne. Also es wird auch immer gesagt, er hat sich sozusagen selber rausgeschossen aus dem Markt, weil er nach Grado gegangen ist oder weil seine Frau nach Grado gegangen ist. Das ist auch das, warum der Schwiegervater, also der Georg Adam Scheid, am Anfang ein bisschen bremst. Die Emma ist Feuer und Flamme und sagt, ja, und die greift halt diese Idee von dem Vater sofort auf. Da machen wir jetzt eine Pension. Und der Vater bremst ein bisschen und sagt, also das weiß man alles aus den Briefen, sagt, naja, also du zerstörst damit aber die Karriere deines Mannes. Das muss dir schon klar sein. Und sie sagt, nein, das ist nicht so, weil der Peppi wird ja jetzt Professor, was er übrigens nie geworden ist. Und im Sommer hat er dann frei und im Winter sind wir eh in Wien dann. Ne? Also es ist eben ein bisschen anders gekommen, aber ein bisschen Recht hat er schon gehabt, der Schwiegervater ganz auch nicht. Und das ist zum Beispiel auch ein Entwurf von dem Josef Maria Auchenthaler, dieses Fortino hat außen dann so das Graffito-Friese, das Besteck, überall ist dieses Wappen drauf. So, jetzt ist schon öfter das Wort Fortino gefallen, das ist nämlich die Pension, die Emma dann eröffnen wird. Das heißt Fortino, also kleine Festung, weil am Wellenbrecher das große Haus ist das Hotel von Zari und das linke Türmchen da daneben, das ist eben diese Festung aus der Zeit Napoleons und das steht zum Verkauf und das ist ganz an der Südspitze. Also wenn man die Grado-Karte anschaut, ist am südlichsten Punkt von Grado steht es, also wirklich in sehr prominenter Lage. Und sie kauft eben diese Festung und lässt sie in weiterer Folge abreißen und errichtet diese Pension Fortino. Die Geschichte der Emma und auch sozusagen vom Charakter, wie sie war, es gibt den Biagio Marin, den Sie sicher alle kennen, wenn Sie Grado-Enthusiasten sind, der beschreibt die Emma in einem kurzen Text, den ich Ihnen vorlesen möchte, weil da wirklich viel drinnen ist. Er bewundert sie einerseits, das werden Sie gleich hören. Auf der anderen Seite, sozusagen, glaube ich, ist es auch so, wenn man quasi als Ausländer, also als Österreicher, es war ja damals Österreich, aber sagen wir mal als Hauptstädter, ja, sagen wir es einmal so, auf diese Insel kommt. Das ist ungefähr, wenn man als Hauptstädter, als Wiener ins letzte Winkerl in den Tiroler Tal kommt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie man dort empfangen wird, welche Schwierigkeiten man dort vielleicht hat. Also der Biagio Marin bewundert sie und auf der anderen Seite stichelt er aber doch sehr gegen diese Großkopferten, sage ich dir jetzt einmal, die da aus der Hauptstadt kommen und glauben, sie reißen alles nieder.
Der Text geht so: In jenen Jahren verschlug es eine Wienerin, eine noch junge Frau, hierher. Damals hatten manch Reisende, die sonst ferne Länder erforschten, begonnen, über die Insel zu schwärmen. Auch sie war auf Entdeckung gekommen. Und als sie im Himmel über dem Meer die heiteren Augen Gottes erblickte, als sie die Orgel singen hörte, auf der der Mistralwind dem Auge entzogen spielte, und sie die Gestalt der Dinge erkannte, die die Sonne fortwährend formte, riss es sie mit und ihr Schicksal war damit besiegelt. Sie kam aus der Großstadt, aus der fernen Stadt. Sie war die Tochter von kämpferischen Industriellen. Sie hatte die grauen und kalten Augen eines Turmfalken und einen unbeugsamen Willen in sich. Auf dieser am Golf von Triest gelegenen Sandbank, südwärts das Meer, vom Festland durch die weite verschlungene Lagune getrennt, war sie der Einsamkeit und der sonnendurchfluteten Stille begegnet. Und dort wollte sie für immer bleiben, wenngleich unter Fremden. Auch war sie auf das Fortino gestiegen und hatte dort oben die herrliche, heitere Ruhe genossen. Dieses Fortino war ihr Ort und wurde zu ihrem Symbol. Sie kaufte es. Sie hatte kein kontemplatives Wesen, sie war nicht einmal katholisch. Ihre Kultur war die Kultur des faustischen Strebens und der lutherischen Kampfeslust. Daher konnte sie sich weder darauf beschränken, Veilchenbeete auf dem Festungswall zu pflegen, noch darauf zu warten, bis der Feigenbaum die Süße seiner Früchte zeigte, noch darunter zu leiden, wenn der Scirocco den Löwenzahn in den Mauerritzen verbrannte. Sie riss das Fortino ab und auf dem trostlosen Areal ließ sie von einem wahren Poeten der Mauern aus ihrem Land das Haus erbauen, das uns wie ein Haus der Wunder erschien, so schön war es. An der dorfseits gelegenen Fassade malte der Mann von Signora Emma a fresco das Bild des alten Fortino, das seine Frau hatte abreißen lassen, um einen großen Hausplatz zu machen, mit vielen Türen und Balkonen, Terrassen, Bögen und Fenstern. All das um die Weite des Meeres, die Himmel von der Levante bis zum Ponente, den Zug der Morgen- und Abendwolken und die feierlichen Choräle der See im Scirocco ins Innere zu holen. Das Atrium war wie der Hohlraum einer Orgel. Weiß und Grün verliehen dem Haus Frische und an den leeren Wänden erblühte ein Bild nach dem anderen. Denn ihr Mann, der Maler, war auch in die Insel verliebt. Auch er, ein Anachoret, hatte in allen Zimmern und Sälen Lobgedichte an das Land, an die Wände gehängt. Aber jene Bilder, die Gott vor den Fenstern zu jeder Tageszeit zeichnete, konnte er nicht übertreffen. Am Eingang hatte Signora Emma Rosenstöcke und Rosmarinpflanzen gesetzt und der kleine Gemüsegarten war mit Zikorien, Salat und dem roten Lachen der Tomaten durchwachsen. Sicher gab es auch Veilchenbeete und Bartnenken und wohlriechende Kräuter. Das Haus war so schön und harmonisch wie ein Bienenstock, besucht von Fremden auf der Suche nach Ruhe. Ich weiß nicht, ob Signora Emma ihren Gästen immer die Poesie schenken konnte, die sie geschaffen hatte, die sie lebte. Und ich weiß nicht, ob hinter den blauen Augen dieser Menschen von jenseits der Alpen eine Seele war, die das Wort Gottes aufzunehmen bereit waren, das dort vor den Fenstern erklang. Eines ist sicher, was Signora Emma ihren Gästen anbot, war viel mehr als die gute Küche, als das so ruhige Haus, als die stets perfekte Ordnung. Doch wie viele von ihnen haben bemerkt, reine Poesie geatmet zu haben. Also in diesem Text ist eigentlich alles drinnen, der Charakter der Emma, dieses Zielstrebige, die Poesie, die das Haus auch umgibt und eben auch die persönliche Meinung von dem Herrn Marin. So, das ist jetzt, da sieht man noch ein bisschen die Festung, aber da wird schon abgerissen und also die Emma schreibt sehr lustig. Da schreibt sie einmal, also ich biege da vom Hafen in die Straße ein und sehe, wie die Arbeiter wie Ameisen auf diesem Bauschutt herumkriechen. So schaut das Fortino aus, schon ein bisschen größer. Und so schaut es dann wunderbar nach der Fertigstellung aus. Das sind eben dieses Graffito-Friese, also das kann man nicht so gut erkennen. Da finde ich interessant, wenn man durch Grado geht, die anderen Villen, die Villa Bianchi, die Villa Erika, die Villa Reale, da sieht man einfach, das sind alte Häuser. Dieses Haus ist vom Grundriss unverändert, also da ist nichts verändert. Es ist halt die Fassade völlig neu gemacht worden und es ist jetzt ein Apartment-Hotel, also aus den ehemaligen Zimmern sind zum Teil winzige Wohnungen gemacht worden, zwar mit Blick aufs Meer, aber die ein Vermögen kosten. Und es ist jetzt so rosa ungefähr. Sie haben, glaube ich, am Anfang haben Sie ein Bild da gehabt. Aber wenn Sie das so sehen, da oben ist das Atelier von Peppi, also das im Dach oben.
wenn Sie das so sehen, dann, wie es heute ausschaut, dann glauben Sie, naja, das ist irgendein Gebäude aus den 80er Jahren circa. Ja. In Wirklichkeit sind das immer noch das historische Baumaterial von der französischen Festung. Weil was hat man gemacht? Es war natürlich auch schwierig, Baumaterial vom Festland rüberzubringen. Also man hat natürlich gleich das verwendet, was man durch den Abriss gewonnen hat. Und da schreibt die Emma im Jahr 1903 zum Beispiel: Ich kam gerade recht, am Nachmittag wurde ein großer steinerner Sarkophag gehoben, der 12 Gerippe enthielt, die aber ziemlich unordentlich drin lagen, was annehmen lässt, dass dasselbe schon früher einmal geöffnet war, um die Schmucksachen etc. zu entnehmen, die man sonst immer dabei findet. Wir siebten alles durch, fanden aber nichts. Den schönsten Totenschädel habe ich gewaschen und geputzt und in Peppis Atelier aufgehoben. Er ist ein Prachtexemplar, sehr groß und hat ein ganz vollständiges und kraftvolles Gebiss. Die anderen haben wir in zwei Kisten getan und werden sie am Friedhof eingraben. Heute ist auch eine Urne gefunden worden, in der ebenfalls Gebeine waren, sowie der Fuß einer Marmorstatue. Über den Sarkophag freue ich mich sehr, wir wollen ihn im Garten aufstellen. Der Bau geht vorwärts, es ginge noch schneller, wenn man nicht immer auf dicke Mauern und Gewölbe stieße, die dann nur langsam gestemmt und zerschlagen werden können. Material gibt es in Unmassen, wir brauchen noch lange keine Steine zum Bauen kaufen. So schaut das Fortino dann, das ist ungefähr in den 30er Jahren, wo dann halt auch der Garten schon entsprechend ausschaut. Das Buch heißt Briefe aus Grado. Meine eigentliche Arbeit war, 500 Briefe zu transkribieren. Da schreibt sie schön. Ja? Also das, glaube ich, kann man vielleicht irgendwie lesen. Es gibt aber Briefe, man merkt sofort ihre Verfassung. Also wenn sie sehr in Eile ist oder wenn sie sich über irgendwas ärgert, dann ist es geschmiert. Ja? Also ich habe mich da langsam eingelesen. Die Frau Erika Auchenthaler war sehr zurückhaltend mit den Briefen, weil sie es auch nicht lesen konnte und sie wollte es nicht aus der Hand geben und aus der Familie geben, was ich sehr verständlich finde, weil sie hat quasi nicht gewusst, was da drinnen steht. Also jetzt wollte sie nicht allgemein zu Forschungszwecken und dann passiert irgendeine Indiskretion und dann entstehen irgendwelche Geschichten und das wird weitererzählt. Das wollte sie nicht. Aber wir haben uns zu dem Zeitpunkt schon 5 Jahre gekannt und dann haben wir uns am Grado wieder mal getroffen und hat sie gesagt, naja, würden dich die Briefe interessieren und so. Habe ich gesagt, ja sehr, ich konnte nicht kohärent lesen. Habe mir gedacht, diese Chance kann ich nicht auslassen und habe mir sofort so ein Buch gekauft und habe wie in der Volksschule begonnen, halt Kohärentschrift zu lesen. Für den ersten Brief, kann mich nur erinnern, habe ich 5 Stunden gebraucht, habe dann hochgerechnet, dass ich ungefähr in 10 Jahren fertig bin dann mit der Arbeit. Ja. Es geht so nach dem 50. Brief, nach dem 100. Brief ist es dann schon ganz gut gegangen. Ich habe es dann diktiert und es ist abgetippt worden. Und der Rest war dann eigentlich sehr eine schöne Arbeit, also diese Auswahl zu treffen. Ich habe viel gestrichen, also ich habe ungefähr ein Drittel, finden Sie nicht in den Veröffentlichungen. Da muss man auch dazu sagen, also natürlich sind da Schleifen drinnen, Maria ist krank, Maria, wir haben heute Fisch gegessen, das interessiert genau niemanden mehr. Aber dadurch, dass der Vater eben dann der Geldgeber ist, nach dem anfänglichen Widerstand, also wo er dann gemerkt hat, meine Tochter lässt sich sowieso nicht aufhalten, hat das dann unterstützt. Und hat dann immer berichtet bekommen, also wie es weitergeht, was es gekostet hat, wo man gerade steht, neue Ideen, Widerstände in der Lokalpolitik und so weiter und so weiter. Wir haben dann auch zum Teil die Briefe aus der Münchner Zeit und von der italienischen Reise begonnen zu transkribieren. Die haben vielleicht einen wissenschaftlichen Wert, wenn irgendwelche Werke erwähnt sind, die er malt, aber die sind unter uns gesagt Fahrt, ja. Weil gerade die italienische Reise, die fahren nach Florenz und sagen, ja, Florenz ist schon schön, das Wetter ist schön, wir gehen jetzt in die Uffizien, Beppe kopiert, das Hotel ist schlecht, dann fahren sie in die nächste Stadt und das liest sie genau so wieder. Ja. Während der Unterschied zu dieser Epoche, 1900 bis 1912, ist, dass da im Mittelpunkt dieses Fortino steht und das ist wirklich wie eine zusammenhängende Geschichte. Es passiert jedes Jahr irgendwas. Ja. Also am Anfang wird gebaut, aus der Zeit 1902, 1903 gibt es sehr viele Briefe und dann
vom Kaiserjubiläum 1908, wo keine Gäste kommen, weil alle in Wien sind bei diesem Festzug, bis zum Kometen, bis zu die Meinung über Roosevelt, bis zur Cholera-Epidemie im Jahr 1910. Es kommen wieder keine Gäste oder es ist eine ganz tolle Saison und so. Also es ist jedes Jahr passiert irgendwas anderes. Also das ist, es ist wirklich faszinierend. Die EMA setzt mit diesem Fortino eben als fünftes Hotel, die anderen habe ich eh erwähnt, wirklich einen Meilenstein. Und in den Folgejahren, es dauert dann nicht lange, so bis 1910, 1911, 1912, maximal 1914, entsteht eben das Grado, also diese Neustadt, die Sie auch kennen, eben vom Fortino rüber bis zu dem Villa Bianchi. Die sieht man da, glaube ich, nicht, oder nur mit ganz viel Fantasie. Ist ja wirklich nichts, ja. Also da ist ein Teil, der heißt die Kloake, da werden Abwässer reingeleitet, die dann langsam trockengelegt wird und so weiter. Und vor allem entstehen eben diese Häuser, das Café Sezession, die Villa Zipsa, das ist da, wo jetzt dieses grauenhafte Hochhaus steht. Ist aber ursprünglich auch so eine schöne Villa, wo man übernachten kann. Und das Stadtbild, die Stadtentwicklung von Grado ist im Grunde im Jahr 1914 abgeschlossen. Also das Grado bekommt das heutige Stadtbild in diesen Jahren, die man eigentlich als die goldenen Jahre Grados bezeichnen kann. Die Emma ist aber eine, die immer Schwierigkeit hat, wenn sie ein Projekt umgesetzt hat und wenn das halbwegs läuft. Ja. Sie hätte dieses Fortino machen können und sich dann ausruhen und sagen, okay, so wie sie es im Grunde auch plant, im Sommer sind wir dort, führen ein bisschen diese Pension, im Winter sind wir dann in Wien. Das macht sie nicht. Immer wenn was abgeschlossen ist, dann braucht sie was Neues, ja, braucht sie eine neue Aufgabe. Also in den Folgejahren wird sie dann eine Laguneninsel zum Beispiel kaufen, weil sie will dann eigenes Gemüse haben und eigene Fische, die sie ihren Gästen serviert. Sie baut eine Dampfwäscherei, da fährt sie extra an den Gardasee ins Grand Hotel, um sich das anzuschauen, wie das funktioniert, weil ihrer Meinung nach die Gradeserinnen können ja alle nicht gescheit waschen, also das hat dann sozusagen einen Zwischenstep, dass sie der Mutter schreibt, du kannst mir ein paar Wiener Wäscherinnen schicken, weil also das wird nichts, ja? Die Wäsche wird einfach nicht sauber. Und im Jahr 1905 merkt man schon, so da kommt so ihr Charakter so ein bisschen das erste Mal durch. Ich bin am gewissen Punkt und das läuft jetzt nicht so optimal, also ich muss mich schon wieder anders orientieren. Weil da schreibt sie dann, da kommt das elektrische Licht, das Haus, das eigentlich gerade fertig ist, wird von oben bis unten wieder aufgestemmt, da werden die Leitungen verlegt und sonst schreibt sie, überhaupt gefällt mir Grado dies Jahr viel weniger. Der Regierungskommissär, der nach Abdankung Marquesinis die Geschäfte der Gemeinde führt, hat das alte Grado ganz ruiniert. Der Strand wurde mit einem Gitter eingefangen. Da gibt es jetzt drei große Käfige. Einen für Damen, einen für Herren und einen für die Familien. Wer da hinein will, muss zahlen, und zwar 30 Heller die Erwachsenen und 20 Heller die Kinder, ob man nun badet oder nicht. Nachdem man nun darin eingeschlossen ist, so hat sich auch das Spazierengehen im Badekleid, das Grados Reiz ausmachte, aufgehört. Man müsse dann im Käfig auf- und abrennen. Wie gesagt, das führt dazu, dass sie schon den nächsten Schritt andenkt, naja, wohin könnte ich mich wenden? Und sie kauft ihm dann im Jahr 1905 diese Laguneninsel Morgo, die sie dann eigentlich nur für die Familie verwendet. Aber der Plan ist bis ins Jahr 1912, dann hören ihm diese Briefe auf, das kommt immer wieder so angerissen durch. Sie möchte, vor Morgo liegt eine Sandbank, das heißt Banco d'Orio. Das ist eine Sandbank mit sehr wenig Vegetation. Also im Sommer stelle ich mir das sehr heiß dort vor, aber dort soll das Wasser sehr schön sein. Also man kommt dort nur mit dem Boot hin. Also es ist, man kann auch nicht schwimmen, das ist zu weit. Also man müsste sich ein Boot, ein Taxiboot mieten, um dorthin zu fahren. Und sie sagt, schreibt sie dem Vater, du, ich kaufe Morgo. Dann gibt es nur diesen kleinen Kanal, das könnte man mit einer Brücke überbrücken. Und dann ist diese Sandbank, das wäre der neue Strand
quasi. Und auf Morgo bauen wir ein großes Seebad, weil, wie gesagt, das Grado, das entwickelt sich jetzt gerade in die falsche Richtung. Und dann schreibt sie eben, also wer einmal dort gebadet hat, auf diesem Banco d'Orio, in diesen tollen, klaren Fluten, dem kommt Grado wie eine Pferdeschwemme vor. Es kommt nicht dazu, also sie kauft schon morgen, aber das mit dem Strandbad wird nichts, weil die Triestina, also die Stadthalterei, da nicht wirklich mitspielt. Es müsste die ganze Lagune halt erschlossen werden und ausgepackert und so, und das schafft sie dann doch nicht. Beziehungsweise kommt halt dann der Erste Weltkrieg, vielleicht hätte sie es noch geschafft, wenn alles so weitergegangen wäre. Also Kern ihres Unternehmens bleibt aber schon das Fortino, wie wir auch in dem Text von Biagio Marin gehört haben, also diese perfekte Ordnung. Sie schreibt eben selber, das sind Emmas Worte, also die Gäste lieben die tadellose Ordnung, die gute Küche und die Sauberkeit. Also der Marin, das sind ja zwei völlig verschiedene Quellen, ne? Das sind ihre eigenen Worte, das andere schreibt er über sie, aber also der hat ja da schon in die Seele geschaut, meines Erachtens. Und dieses Bild, wie der Marin schreibt, ein Bild nach dem anderen, er blüht an den Wänden. Das ist eben kein Fenster, das ist eben ein Bild. Da ist die Emma in ihrem Reich. Was sie in Grado schafft, ist die alte Schule, das ist gegenüber dem Fortino, das ist vom Gebäude her auch noch, so wie es damals war, eine Dependance, das dann optisch auch dazugehört, also da sind auch außen dieses Graffito drauf, das merkt man dann gleich. Die Dampfwäscherei, habe ich eh schon gesagt, dem Ärztekongress. Erster Ärztekongress in Grado ist auch die Emma, die das einfädelt. Das sind die Ärzte aus Abbazia, die da so eine kleine Badereise machen. Und die Stationen sind dann noch Triest und Grado. Wie schon mehrmals erwähnt, Grado erlebt also einen richtigen Boom, und das ist wirklich nicht zuletzt ein Verdienst von Emma und Peppi. Im Kielwasser vom Auchentaler kommen da Karl Moll, Wagner, die Maler List und Kurzweil, der Roller, Alfred Roller, der Sezessionspräsident, dann ein gewisser Herr Bauer, das ist der Bruder von der Adele Bloch-Bauer, baut sich auch eine Villa in Grado. Dann gute Bekannte von den Auchentalers ist die Familie Adler, und zwar Heinrich Adler, das ist der Bruder von Viktor Adler, der ist Redakteur bei der Presse. Ich meine, wir wissen alle, wie wichtig Rezensionen sind, ja, oder halt Werbung, also man kann davon ausgehen, dass da in diese Richtung ein bisschen was passiert ist. Das ist insofern eine interessante Familie, weil der hat zwei Töchter, die Gusti Adler und die Marianne Adler. Die sind sehr viel im Fortino und in Grado zu dieser Zeit, also als junge Mädchen, sind ungefähr gleich alt, auch wie die eigene Tochter. Und die Gusti Adler ist dann später die Privatsekretärin von Max Reinhardt. Das ist diese Dame. Und dann kommen auch relativ viele jüdische Investoren und Geschäftsleute. So, das bezeichnet ein Bekannter von mir immer als das First Couple von Grado. Als Ehepaar, es gibt in der Zwischenzeit so ein paar Publikationen, wo, also es gibt das Geisterschiff, diesen Roman von Egid Gstettner, wo der Peppi so als so völlig schwacher Mann an der Seite von dieser starken Frau, die ihn dann noch dazu betrügt, dargestellt wird. Das hat die Erika Auchenthaler, hört es nicht so gern. Vor allem, ich meine, es sind wirklich nur Gerüchte. Ja. Meiner Meinung nach sind diese Gerüchte auch entstanden, weil man muss sich vorstellen, die Emma kommt vor gut 100 Jahren nach Grado, wie ich schon gesagt habe. Das ist so, wie wenn wir heute in irgendein Tiroler Bergdorf da irgendwie beschließen, wir bauen dort ein Hotel. Sie ist zum Teil schon allein, wenn er in Wien eben malen ist. Und die treibt die Gradeser vor sich her, das muss man auch sagen. Ja. Es gibt Briefstellen, da sagt sie, ich will die Herren zappeln lassen, denen heize ich ordentlich ein, ich nehme mir kein Blatt vor den Mund. Also man kann sich schon ungefähr vorstellen, wie gut unter Anführungszeichen das kommt. Und ich denke mal auch, sie war auch sicher bei den Ehefrauen von diesen Männern äußerst beliebt. Ne? Sie hat Italienisch dann gelernt, wobei diese Marchesinis, also die, sagen wir mal, die Platzhirschen dazu, die konnten auch Deutsch.
weil die waren von der Oberschicht von Grado und die hatten entsprechende, als Österreicher, die sind sicher in, ich weiß nicht genau, die den Lebenslauf von den Marquesinis, aber also der eine hat in Medizin studiert, die sind sicher in zum Beispiel, das nächste war das Gymnasium in Görz, das deutschsprachige zum Beispiel. Ich meine, das ist ja bezeichnend für diese Zeit und für diese Länder, dass die aus den besseren Familien fast alle in zum Teil zumindest deutschsprachige Schulen gegangen sind, um eben dann, dass die Möglichkeit dann hatten, nach Wien zu gehen, in Wien zu studieren oder nach Graz, ja. Tatsächlich vom Ehepaar Auchenthaler her, ich finde, die hatten eine Beziehung sehr auf Augenhöhe. Das kommt auch aus den Briefen total raus. Also ich habe auch nichts die Befürchtung von der Erika Auchenthaler, da könnte in den Briefen irgendwas drinnen stehen, was halt dann vielleicht nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist, hat sich in keiner Weise bewahrheitet. Es gibt keinen einzigen Brief, wo ich sage, also okay, gut, der bleibt besser in der Familie. Vielleicht hat man sich das damals nicht so geschrieben oder ich weiß es nicht, jedenfalls schriftlich gibt es nichts. Aber was wirklich rauskommt ist, also die hatten meines Erachtens eine Beziehung wirklich auf Augenhöhe. Sie hat gesagt, mein Mann ist der Künstler und dem halte ich den Rücken frei, der soll malen, ja? Das ist sein Job. Und umgekehrt, und das hat sie auch großteils gemacht, hier und da hat sie sich ein bisschen übernommen, ja, mit ihren ganzen Projekten. Sie hat so 2-3 Mal, heute würde man sagen, ein Burnout gehabt, wo sie sagt, sie kann einfach nicht mehr. Und da springt er dann ein, ja, obwohl es sicher nicht seine Herzensangelegenheit ist, eine Pension zu führen, aber der macht es auch ganz gut, schupft den Laden. Also ich finde, das war eine sehr ausgewogene, moderne Beziehung. Die Emma, zuerst haben wir das Foto gesehen, wo sie quasi, da war sie noch ein bisschen jünger, da war sie nicht 34, aber also quasi fast noch als junges Mädchen. Sie ändert sich sehr schnell. Das ist 1906, 1908 gibt es dann wieder ein Foto, wo sie viel jünger ausschaut. Sie hat halt das gleiche Problem wie viele von uns oder wie ich zumindest. 5 Kilo hinauf, 5 Kilo runter, ja, und je nachdem schaut sie mädchenhaft aus oder so ein bisschen matronenhaft. Das Foto finde ich ganz witzig, weil vom Gewand her, finde ich, erinnert es eben sehr an dieses Plakat. Wenn Sie eben sagen, wer ist der Auchenthaler? Auchenthaler habe ich noch nie gehört. Also sobald Sie in Grado sind, jeder, der in Grado war, sage ich, kennt ein Werk von Auchenthaler, auch wenn er es nicht weiß, nämlich genau dieses hier. Das ist ja auf jeder Postkarte, sieht man das. Das ist auch sicher sein grafisches Meisterwerk. Also dieses Plakat im Original kostet in der Zwischenzeit, gibt nur ganz wenige, ungefähr 25.000 Euro. Wenn man dann in den Briefen liest, das ist der Peppi, ein Brief von Peppi Auchenthaler an die Schwiegermutter. Er schreibt ihm nicht kohärent, er schreibt lesbar. Und wenn man dann auf so einen Brief kommt, so transkribierend, das ist dann wirklich wie eine Sternstunde, weil er sagt dann über sein Meisterwerk, sagt er, dieser Plakatentwurf war nicht leicht. Profane Dinge in Hülle und Fülle und eine künstlerische Lösung machen schon ein wenig Kopfzerbrechen. Aber ich habe das Gefühl, was Ordentliches gemacht zu haben. Das ist eine Arbeit, die ich aus Gefälligkeit für den Kommissär Gasser übernommen habe. Man kriegt keinen luckerten Heller, vielleicht trägt sie anderwertige Zinsen. Also wir können den Peppi im Nachhinein beruhigen, er hat was Ordentliches gemacht. Da sind wir wieder in Fatino. Auch diskutiert, also bei denen, die sich mit dieser Familie halt ein bisschen mehr beschäftigen oder die es ganz genau wissen wollen, ist, wie war sie als Mutter? Es war sicher so, also für die Familie ist wenig Zeit geblieben. Also sie hatte ja 2 Kinder, aber damals war das, glaube ich, auch normal, dass die Kinder relativ schnell ins Internat gesteckt worden sind. Ich glaube, sie war eine normale Mutter für die damalige Zeit. Sie hatte 2 Kindermädchen, sie war keine besonders gute Mutter, aber als richtig schlechte Mutter würde ich sie auch nicht bezeichnen. Was sie aber war, ist, dass sie, wenn jemand aus der Familie Sorgen gehabt hat oder krank war oder ja, einfach ein Tief gehabt hat, dass sie
alle immer eingeladen hat. Also sie hat eben viele Geschwister und die Eltern. Die Mutter war ja nur 16 Jahre älter wie sie. Also die war sehr jung, wie sie diesen Vater geheiratet hat. Dass sie die Familie immer ins Fortino einlädt. Also das sind ununterbrochen, sind irgendwelche Verwandten da und lassen es gut gehen. Und es klingt immer sehr heiter, was sie da so beschreibt. Im Grunde ist das rechts außen ist eine Schwester, die zweite ist eben die Emma. Dann hinten den Herrn, wissen wir nicht, wer der ist. Wenn wer weiß, wer der Herr mit der Arbeiterzeitung ist, sind wir dankbar, weil der ist irgendwie auch ein Unbekannter. Das links daneben, das dürfte die Gusti Adler sein, als junges Mädchen. Und die anderen zwei sind zwei Brüder von der Emma. Das ist ein sehr gelungenes Bild, es ist ein gestelltes Bild. Nicht? Jeder hat eine Zeitung in der Hand. Zeitungen, das ist schon beim nächsten Themenkreis, Zeitungen sind sicher wichtig. Von 1900 bis 1912 schafft es Grado viermal auf die Titelseite der Kronenzeitung, zweimal mit irgendwelchen Fest am Strand oder so, also mit irgendwelchen Lappalien. Einmal mit dem sogenannten Sandstreit. Das war 1906, das beschreibt die Emma auch. Es ist quasi fast wie eine Revolution. Die Triestiner kommen in die Lagune und wollen Sand graben, das sie zum Bauen in Triest brauchen. Und die Gradeser, die schon seit dem Mittelalter, das ist also eine ganz eigene Community, die immer, also die nie quasi Lehnsherren hatten, sondern die waren immer frei und haben sich immer selbst verwalten dürfen und haben, also die Lagune sozusagen hat allen gehört, aber nur den Gradesern. Also jeder konnte in der Lagune jagen zum Beispiel. Das war schon was Besonderes oder fischen, weil vor Duino hat man das den Thurn und Taxis abgeben müssen. Ne? Und die Gradeser haben gesagt, nein, der Sand gehört uns bitte, ja? Der gehört nicht dem Staat, der gehört uns. Und die kapern dann ein Schiff und schleppen sie in den Hafen und sperren den Hafen ab. Also es muss dann sogar wirklich das Militär ausrücken, um diese kleine Revolution zu beenden. Das war ein Titelbild und das da. Das Jahr 1910 mit der großen Springflut, die Grado wirklich fast von der Landkarte spült. Das schaut dann so aus. Und da lese ich Ihnen auch ein bisschen was vor. Und da sieht man nämlich, wie lebendig die Emma diese Dinge alle schildert. 19.11.1910. Schon vorgestern abends war das Meer bewegt. Und da wir diese Woche durch die zweimalige arge Überschwemmung etwas geängstigt waren, standen wir nachts wiederholt auf, um nach dem Wetter zu sehen. Es goss die ganze Nacht in Strömen und war sehr stürmisch. Gegen Morgen nahm der Sturm an Heftigkeit zu. Schon um 6 Uhr fing Agostini an, die Türen von Fortino und Schule zu verbarrikadieren. Um 8 Uhr kam das Meer bereits trotz Tiger und dahinterliegender Schutzmauer ans Haus. Um 10 Uhr ergossen sich die Wellen über die 2 Meter hohe Umfassungsmauer des Orto, die ich im Frühling hatte bauen lassen. Die Wellen sprangen am Fortino empor bis zu unseren Lodgen. Das Wasser drang in der ganzen Höhe der Parterrefenster und Türen ins Haus. Wir hatten Männer zur Hilfe, die mit Agostini teils im Inneren des Hauses Barrikaden bauten. Aus der Diege hat es mehrfach Steine herausgerissen und tiefe Löcher hineingerissen. Einen zweiten Aufprall hätten sie nicht mehr an allen Stellen standgehalten. Die Schutzmauer dahinter ist bis zu den Fundamenten demoliert, Straßen und Plätze aufgerissen. Viele Häuser mussten ganz geräumt werden wegen Einsturzgefahr. Man konnte weder telegrafieren noch telefonieren, da die Post samt allen Apparaten ganz unter Wasser war. Im Lokal schwammen die Pakete herum und niemand konnte hinein. Die eine Villa Bianchi war ebenfalls bald in Gefahr, da die Straße und das Erdreich bis nahe daran weggerissen ist. Ihr habt keine Ahnung, welch furchtbarer Anblick dieses Meer war. Ich werde es nie vergessen. Der Strand ist gleich nach dem Herrensonnenbad in einer Breite von 10 Metern circa durchgerissen. Es hat sich ein tiefer Kanal dort gebildet. Und so geht es weiter. Und dann schreibt sie eben noch, also ich lese es Ihnen vor, ich erzähle es Ihnen. Also es kommt dann sofort wieder dieser Widerspruchsgeist hervor. Also sie sagt dann, das ist eh klar, die Triestiner, also oder das offizielle Österreich, hat halt nichts für Grado getan.
Die Tiger hätte erhöht gehört. Also wenn Sie jetzt in Grado spazieren gehen, ich zeige Ihnen das nächste Bild. Das ist der alte Damm. Und den sieht man heute noch und da ist so 2 Meter sozusagen noch grad hinaufgebaut. Also in der Zwischenzeit ist da schon was passiert. Aber also die Triestiner sagen, ja, gebt uns euren Sand, dann kriegt ihr einen erhöhten Damm. Ne? Und sie sagt, das ist eine Frechheit und eben sie wird den Bürgermeister einheizen, der muss sofort nach Wien fahren, der muss das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist, solange das in allen Zeitungen ist, was da passiert ist. Und was sie dann auch macht, sie hat schon eine sehr soziale Ader auch, also abgesehen davon, dass sie eine freiwillige Feuerwehr gegründet hat, fängt sie nach solchen Events sofort an, Spenden zu sammeln. Also sie schreibt alle Fortino-Gäste an, weil die Fischer in der Lagune haben wirklich alles dann verloren, also diese kleinen Hütten und so, ist alles weggerissen gewesen. Und sie sagt, also den Leuten muss man doch helfen und sie setzt dann sofort halt eine Sammelaktion in Gang. Da fehlt jetzt ein Bild, aber das ist nicht so tragisch. Dieses Bild ist gleichzeitig eben dann auch, das Cover ist auch ein Bild aus der Familie. Das ist im August 1903, das ist so ein Scirocco, also das ist jetzt nicht so eine lebensbedrohliche Situation, aber das ist im Sommer kommt oft der Scirocco, da kommt das Meer auch sehr wild herein und diese Überschwemmungen, das ist bis heute so. Also vor 3 Jahren war es so, also es sind gerade beim Dom ist so hoch das Wasser gestanden. Also es kommt trotz dieses hohen Dammes heute noch zum Teil rüber. Ich möchte noch ein paar Anmerkungen machen zum Buch selber. Was mich halt einfach fasziniert hat, ist, also wie habe ich es gemacht? Ich wollte es nicht kommentieren, ja, weil ich mir gedacht habe, das ist so ein schönes Dokument, das für sich allein steht. Ich möchte da jetzt keine Kommentare abgeben, die dann vielleicht gar nicht richtig sind. Und jetzt habe ich halt immer, wenn die Emma ein Stichwort gegeben hat, habe ich dann mit dieser genialen Funktion aus der Nationalbibliothek, also diese Anno-Zeitungssuche, habe ich einen Zeitungsartikel dazu rausgesucht. Eben zum Beispiel, da sagt die Emma, die Amerikaner sind in Triest, es gibt kein Bier mehr, es gibt kein Eis mehr, weil die verbrauchen alles, für Grado bleibt nichts mehr über. Denkt man sich im ersten Moment, die Amerikaner in Triest, sind, glaube ich 1904 oder irgendwas in der Größenordnung. Aber mit dieser tollen Funktion, also gibt man ein Grado, Triest, dann kann man sich, das Datum hat man ja auch und Amerikaner, nicht? Und dann kommt 1, 2, 3 Zeitungsartikel, je nachdem wie großartig das zu berichtende ist, wo dann steht, ja, die Amerikaner sind quasi auf Freundschaftstour im Mittelmeer, die Nordatlantikflotte der Amerikaner macht da so eine Tour und ist in Frankreich irgendwo 4 Wochen geblieben und 4 Wochen in Triest und haben eben dann das Eis und das Bier verkonsumiert. Also die Briefe stehen für sich allein und der Kommentar ist auch aus der Zeit heraus. Wie ich eben gesagt habe, das Tolle daran ist, dass sich das Fortino wie ein roter Faden durchzieht und man ist immer schon gespannt, was wird im nächsten Jahr passieren. Was ich auch interessant gefunden habe, ist das Verhältnis quasi zur Marine oder zum Militär. Das war sehr, also die Österreicher waren da sichtlich stolz auf ihre Marine, Kriegsschiffe und so weiter. Das Ehepaar Auchenthaler lernt irgendwann einmal einen Offizier kennen, der es nicht einmal namentlich erwähnt. Aber der lädt sie dann ein, sie könnten doch mit einem Torpedoboot einen Ausflug machen. Und da fahren sie Richtung Pula, in den Limskefjord, dann fahren sie nach Pula, dort gehen sie noch ins Offizierscasino und dann fahren sie mit der Eisenbahn wieder heim. Und das finde ich sehr witzig, weil das ist ja ungefähr so, wie wenn wir sagen würden, eine Runde, ich kenne einen Eurofighter-Pilot, drehen wir doch bitte mal eine Runde. Ne? Also das war schon ein eher lockerer Zugang zu dem Ganzen. Durchaus auch ein gewisses Kokettieren, die Offiziere, wenn da Flottenmanöver waren, dann war in Grado was los und für schwäche Offiziere waren im Ort und so weiter. Das schlägt so im Jahr 1912, wenn die Balkankriege anfangen, schlägt das um und da hat sie schon Kriegsängste. Also da kommt es erstmals durch, da schreibt sie ja dem Vater, was ist mit Geld, ist es auf der Bank sicher, was machen wir da? Ja, und das, was mich eigentlich, und mit dem möchte ich eigentlich dann auch schon schließen, was mich am meisten beeindruckt hat, ja, also das hat richtig einen Denkprozess in mir ausgelöst, ist,
dass was sich in diesen 100 Jahren getan hat, nämlich vom Umfeld her. Ja. Also im Jahr 1910 findet zum Beispiel der erste österreichische Überseeflug statt. Und zwar über die See, über das Meer von Triest nach Grado. Das ist ein Ereignis, das steht in der Zeitung. Ja. Ein Flieger schafft es erstmals, diese Strecke, also wie viele Kilometer das sind, 10 vielleicht oder so. Ja. In der Zwischenzeit fliegen wir auf den Mars. Aber wenn man liest, worüber sich die Emma ärgert, ja, worüber sie sich freut, was sie für Sorgen hat, dann erkennt man, dass sich der Mensch selber überhaupt nicht geändert hat. Ja. Also der ist stehen geblieben. Wahrscheinlich war es in der Steinzeit wahrscheinlich sind wir nur Steinzeitmenschen. Wenn man sich anschaut, was jetzt passiert, liegt die Vermutung sowieso nahe. Aber dieser Widerspruch, wie sich die Welt um uns verändert hat und wie wir uns als Menschen eigentlich überhaupt nicht verändert haben, das hat mich dann sehr nachdenklich eigentlich zurückgelassen. Und ja, mit diesen Worten möchte ich den Vortrag beenden. Warum wird das 1912? Das ist eine gute Frage, wir wissen es nicht. Also im Jahr 1913 war die Emma sicher viel in Wien. Das wissen wir, weil durch Zufall ist ein Brief von einem Gast aufgetaucht, von einer Dame, die schreibt, also im Jahr 13, im August, also seit die Frau Auchengaller fast nicht mehr da ist, ist dieses Haus ganz anders. Ja? Also das ist nicht zu vergleichen, das glaube ich auch sofort, ja? Weil die hat ja wirklich geschaut, dass alles in perfekter Ordnung ist. Sie war sicher auch als Chefin eher unangenehm, sage ich jetzt einmal, ja, weil sie so eine Perfektionistin war, aber da wissen wir, dass sie 13 wenig in Grado war. 14 wird es ähnlich gewesen sein, weil 14 stirbt die Schwiegermutter, also die Mutter von Josef Maria Auchengaller, und die Tochter Maria begeht Selbstmord im Juni. Und dann ist Sarajevo und dann, also gut, in Italien war jetzt dann bis Mai 15 noch kein Krieg, ja. Aber trotzdem, also das drum glaube ich, also 13 war eher noch ein Zufall, dass sie, was aus unbekannten Gründen, quasi nicht in Grado, und 14 gibt es ein paar familiäre Gründe. 15 mauert der Beppe dann im Fortino seine Ölbilder ein, ist überliefert als Familiengeschichte, weil das sie halt nicht transportieren kann, und da sind sie viel in Grundlsee dann. Da hat die Auchengaller Familie von der Seite von ihm ein Sommerhaus am Grundlsee. Er ist dann beim Militär und 19 kommen sie dann wieder nach Grado zurück. Aber in der Zwischenzeit ist auch ihre Mutter gestorben, relativ jung, weil die ist, glaube ich, 16 gestorben. Und viel lebt auch in den Briefen, dass sie an die Mutter halt auch schreibt. Und der Vater stirbt dann 23, glaube ich. Und damit ist diese Korrespondenz sowieso zu Ende. Also die bleiben dann die ganze Zwischenkriegszeit, das ist, sage ich jetzt einmal, eine zweite kleine Blüte von diesem Ort. Da kommen halt andere Gäste, da kommen eher die italienischen, nicht? Also was weiß ich, aus Mailand, Venedig und so weiter, nicht mehr so sehr die Österreicher. Und die Emma Auchengaller stirbt dann 1945 und er, der Beppi, 1949. Also da hat schon langer Sohn das übernommen, das Haus. Und sie beschließen dann, dass sie aus Grado ganz weggehen. Es ist nach dem Krieg das oberste Geschoss zerstört. Er bekommt keine Unterstützung von staatlicher Seite, das herzurichten. Selber haben sie auch nicht die Mittel. Und also sie gehen dann nach Südtirol und kaufen dort auch ein altes Haus, das sie bis heute als Hotel führen. Das ist im Antolzer Tal in Bad Salomonsbrunn. Also dort ist eher nichts. Dort ist eine grüne Wiese. Die Straße zum Stallersattel geht da vorbei. Und da ist ein relativ nettes Hotel, das immer noch die Familie Auchengaller führt. Und der Josef Maria Auchengaller packt noch seine Sachen zusammen und stirbt genau in der Nacht, bevor sozusagen die Abreise geplant ist. Und die Erika Auchengaller, also diese Kisten, die waren Hoteliers, die auch in Südtirol waren, die haben einfach wirklich viel zu tun gehabt. Es war immer ein Familienbetrieb. Und eigentlich hat sich die Erika erst begonnen zu interessieren, wie sie dann
In Pension kann man nicht sagen, weil sie hat erst vor 2 Jahren übergeben an die Kinder, endgültig mit 78, aber wo dann die Kinder schon in den Betrieb eingetreten sind. Der Sohn ist Koch und die Tochter sozusagen macht die ganze Administration, und wo es ein bisschen leichter geworden ist. Und da hat sie erst begonnen, diese Kisten auch wirklich durchzuschauen, was da alles ist. Also die Bilder waren immer da, ja. Die hingen im Hotel, aber das sind ja wirklich ganz viel, eben diese Briefe, ganz viele, viele Grafiken, Skizzen und so weiter. Also viele sagen, wann kommt die Fortsetzung, ja, nach 1912, weil es eben so spannend ist, aber die gibt es eben leider nicht. Gibt es noch weitere Fragen? Es gibt eine Nachricht, also vielen Dank für die spannenden Informationen und Anekdoten, die ich sehr gespannt habe. Das heißt, aus dem Chat, ich muss schauen, ob aus dem Chat eine Frage ist. Vielen Dank. Ich habe jetzt nur einen Zusatz zu den Briefen. Ich werde zumindest ich habe eine Frage zu meiner Frau, also aus dem 17. Jahrhundert, und eigentlich bearbeitet und auch Briefe, aber in dem Fall mein Mann. Und auch da war nämlich auch der Eindruck, dass sehr viel partnerschaftlicher war, wenn man sich das mal anschaut, also mit den zur Frauengeschichte, auch, dass das dann wirklich so innerhalb der Familien oder innerhalb der, eben, wenn man einen Betrieb führt, dann doch eigentlich doch immer anders ausschaut, ja, wenn natürlich da alle voneinander abhängen. Also nämlich auch bei meinem Vater, also die gerade Frau, die hat, aber wo das eigentlich ähnlich war, also die auch in der Wirtschaft sehr mitgearbeitet hat, natürlich auch das entsprechende Talent gehabt hat. Mhm. Also immer auch ein Teil dürfte extremes wirtschaftliches Talent gehabt haben und das umsetzen. Ja. Also sie war aus einer evangelischen Familie, man ist irgendwo jetzt gestanden, dass sie nicht katholisch war, nicht? Und also es waren einfach Arbeiter, ja? Also Arbeiter im Sinn von ehrgeizigen, strebsamen Menschen. Sie hat sich im Grunde sehr bald selber finanziert. Mhm. Sie hat sogar diesen allerersten Schritt, also der Vater wollte sie eben ein bisschen blockieren, weil er halt Angst gehabt hat. Der hat halt seine Tochter und den Schwiegersohn mehr in Wien gesehen wie in Grado, was ja fast ein bisschen Abenteuer damals noch war. Ne? Und er antwortet ihr lang nicht. Ja? Und sie schreibt, sag mir, bürgst du für mich? Also quasi, was wird man auch sagen, du bist doch relativ wohlhabend und bürgst nicht für deine Tochter, und wer soll für mich bürgen, wenn nicht du? Und er antwortet einfach nicht. Ja? Und er schreibt sie, ich warte und warte und warte, keine Antwort. Und sie schafft es dann irgendwie über Bekannte vom Vater oder von der Familie da Geld zu organisieren und für dieses allererste Startkapital, um eben grundsätzlich einmal diesen Baugrund zu kaufen oder diese Festung zu kaufen. Und ab da gibt der Vater auf. Ja. Also dann den Bau selber, das finanziert er relativ stark, gemeinsam auch mit 2 Brüdern, die alle beteiligt sind am Anfang. Und aber schon ab der zweiten oder dritten Saison schreibt sie ihm schon, es geht sich schon alles aus, ich kann dir schon alles zurückzahlen und so. Also ab da läuft es. Sie haben ja geschrieben, dass das einer der Folge, dass einer der Folge des Fortunus war, dass eigentlich lustigerweise die Wiener Küche, die es dort gab. Ja. Heute würde man ja eher nicht, also manche vielleicht schon, um die Wiener Küche zu genießen. Aber das war auch ein ganz großer Anreiz, sich alle dorthin zu fahren. Man muss dann zu Hause offen sein. Offensichtlich eine sehr gute Küche, denen ja auch bei diesem ERC-Kongress
Ja. Also ja, genau, es wird Wiener Küche serviert. Es gibt auch ein Restaurant, das gibt es nur ganz kurz, das für nämlich diese Marquesine ist, das heißt Wiener Restaurant. Und ja, einerseits mutet es für uns fremd an, aber auf der anderen Seite, wenn Sie das Hotel Savoy kennen, das führt ein Österreicher, also so ein Halbösterreicher. Sein Vater war Italiener, der ging nach Villach und er als Österreicher ist jetzt wieder nach Grado gegangen und über, ich weiß nicht, wie das genau war, ist ja völlig wurscht. Das ist ein Familienbetrieb, dieses Hotel Savoy. Auch ursprünglich eine alte Villa, jetzt ein relativ modernes Haus. Der hat zu 80% österreichische Gäste und ich glaube, die schätzen das auch sehr. Der kocht natürlich schon zum Teil italienisch, aber so dieses Daheimsein, nicht? Auch von der Sprache her, wenn irgendwas ist, der hat eher älteres Publikum, wenn irgendwas ist, ich brauche einen Arzt oder so, ne? Das wird alles organisiert und ich glaube, so ungefähr muss man sich das auch vorstellen. Weiß nicht, wie viel damals auch Italienisch gesprochen haben, eher wahrscheinlich Französisch oder so, also von der Wiener noblen Gesellschaft. Da ist man dann vielleicht froh, wenn man, und es waren ja auch viele Hoteliers, quasi Österreicher. Es hat schon ein paar Einheimische auch gegeben. Aber Weil sie konnten ja das dort Kino behalten, weil sie ja dann für Italien optiert haben, damit sie es nicht, oder das wissen wir auch nicht so genau, was wird so sein. Also vor allem, glaube ich, hat es da Peppi restituiert bekommen, weil er ja weil er aus italienisch, einer ja. italienischen Familie war. Nicht? Wobei im Grunde, es ist interessant, weil er hat, also er schreibt einmal, ich liebe die, also manchmal sind wir uns schon fremd, schreibt er. Weil also Emma ist nicht zu halten, es kann ihr nicht warm genug sein und die Sonne nicht stark genug sein. Und ich liebe eher das Deutsche, das Kühle, das Nordische. Also der hat sich im Grundlsee sehr wohl gefühlt und ist viel wandern gegangen. Und ich habe es jetzt erst erwähnt, die haben ja wahnsinnige Radtouren auch gemacht. Der ist vom Grundlsee mit dem Rad nach Grado gefahren, ja, im Jahr 1910 oder irgendwas. Also ich möchte nicht wissen, wie die Räder ausgeschaut haben und die Straßen dazu. Ne? Also das ist ja heutzutage schon weit, ne? Von Grundlsee nach Grado. Aber also was jetzt war so eine 3-4 Tagestour und ja, Wolfsberg hat eine Schwester hingeheiratet oder sind einmal alle stehen geblieben und dann halt weiter. Wann sind die österreichischen Gäste wieder gekommen nach dem ersten Also es gibt dann in den 30er Jahren, da gibt es ein Gästebuch, leider das Gästebuch von Fortino, also in den wirklich interessanten Jahren, das gibt es leider nicht mehr. Aber in den 30er Jahren gibt es ein Gästebuch, da sage ich jetzt einmal, hat sie sich wahrscheinlich umgedreht, wenn vorher 3 Viertel österreichische Gäste waren und 1 Viertel Italiener, weil so vom Lokaladel, die haben dann auch in Grado geurlaubt, ja, obwohl es vielleicht nur 30 Kilometer in Udine gewohnt haben oder in Triest. Ja. Weil halt dort einfach die High Society dann war im Sommer. Und in den 30er Jahren, würde ich sagen, hat sich das umgedreht. Da waren dann 3 Viertel Italiener und 1 Viertel halt Österreicher. Ich glaube, so richtig die Österreicher sind dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg wieder gekommen in den 50er Jahren. Da hat es halt auch noch sehr hübsch ausgeschaut, das Grado. Da gab es diese ganzen alten Villa. Das Fortino ist ja, glaube ich, erst Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hat man diese Fassade runtergeschlagen. Ja. Also wie gesagt, das Plakat kostet 25.000 Euro. Die ganz großflächigen, ja, es gibt nicht sehr viele vom Auchental, aber da bewegen wir uns so irgendwie bei 100.000 Euro, 150.000 Euro. Ja. Er hat künstlerisch einen Einbruch gehabt, weil es gab dann 22, war das glaube ich, oder 23, also frühe 20er Jahre, eine Ausstellung in Argentinien. Und da hat er, ich glaube, es waren 12 seiner ganz großen Bilder, das waren viel so Allegorien, aber riesigformatig und so, sind nach Argentinien geschickt worden und die sind verschwunden. Also man weiß nicht, ob sie schon in Europa verschwunden sind, ob sie auf, naja, im Transport wahrscheinlich nicht, aber halt irgendwie in Argentinien, die sind bis heute verschollen, diese Bilder. Und wahrscheinlich malt man doch einige Zeit an so ein Bild mit Vorstudien und so weiter und so weiter und dann verschwinden 12 von diesen quasi Hauptwerken. Und das hat ihnen einen ziemlichen Dämpfer gegeben. Also auch der Tod von der Tochter hat er sehr gekämpft und ja.
Also er hat dann seine große Zeit als Maler war sicher bis zum Ersten Weltkrieg. Ja. Es gibt dann schon einige Bilder aus den 20er Jahren, das sind so Landschaftsbilder, Grundlsee, das war zum Beispiel wieder eins in einer Versteigerung in Australien, ist ein Auchengaler aufgetaucht. Aber dann so in den 30er Jahren hat er überhaupt nur mehr sehr wenig gemalt. In dem Moment, dass man noch dazu sagen muss, vielleicht, dass die eine Schwester ja auch, die auf dem Plakat drauf ist, die mit dem Tone verheiratet ist. Genau. Schwester. Ja, die hat den Viktor Tonet geheiratet, die Martha. Und das Grab, ja, na, das hat Tonet gedacht. Und das Grab ja ihres Vaters und der Mutter wahrscheinlich auch, die sind ja in deinem Intimring. Also unter ist das Grab, unter der Kirche, wenn man nachgeschaut hat, wo das ist. Von den Scheids? Mhm. Das ist dein Sinnring, wo ich nicht ganz genau weiß, warum ein Sinnring, weil sie ja wieder hatten in Ehring, wenn man das richtig gibt. Ja, also sie hatten eine Villa in Währing in der Peter-Jordan-Straße, wo jetzt die koreanische Botschaft drinnen ist. Die haben es aber relativ bald wieder verkauft. Die hat er sich bauen lassen. Da gab es dann das berühmte, was auch im Leopold-Museum war, das Musikzimmer. Also da hat der Auchengaler die Pastorale von Beethoven in 5 Bildern quasi abgebildet und das ist genauso ausgegangen, statt einer Tapeten halt quasi. Ne? Das ist für dieses Zimmer gemalt worden. Und dieses Haus, es sind dann die Kinder sukzessive, waren halt dann alle verheiratet und die zwei Alten, sage ich jetzt einmal, haben sich dann dort nicht mehr so wohl gefühlt und waren dann in Maria Enzersdorf. Da gab es eine Villa in der Johannesgasse, unten am Ende von der Johannesgasse. Ja. Und der Scheid, der alte Scheid, war dann auch oft in Amstetten, weil da war auch ein Betrieb von seinen ganzen Metallwerke. Genau. Genau. Das gibt's noch Fragen. Ja, dann bedanke ich mich, dass Sie da waren. Und ja, es war nach langem wieder mal meine erste Buchvorstellung und Buchpräsentation nach der ganzen Covid-Zeit. Ja, das ist gut. Weil es war ja lustig, weil der beim Vortrag auch gehalten, beim Flottenmuseum in der Schwarzspanienstraße. Ja, genau. Weil Paul Wachler, also Vorstandsmitglied vom Verein, hat eben erzählt, dass sie da referiert haben. Und so habe ich erfahren, dass sie im Flottenmuseum. Marina, ja, genau. Ja, K&K Marineverein oder so. Also ich bin dort in der Zwischenzeit Mitglied, weil die waren sehr lieb und haben mich sehr unterstützt. Das ist fürs dritte Buch, habe ich nämlich recherchiert bezüglich eines Herrn Dagobert Müller-Thoma Mühl, so hat er geheißen. Und der hat ein Luftkissenboot erfunden, beziehungsweise er war der Erste, der wirklich den Prototyp gebaut hat in Pula. Das war eine Familie, die in Pula war. Also ursprünglich waren es Tschechen, aber waren dann halt in Pula, weil das Ingenieure waren, Kollege vom Trapp eben. Und das ist dann gebaut worden tatsächlich, dieses Luftkissenboot. Es ist aber dann, es gab eine Probefahrt im Hafen und es ist dann gleich wieder zerlegt worden, weil es zu laut war, weil die Marine gesagt hat, Entschuldigung, da können wir uns aber nirgends anschleichen an den Feind mit diesem lärmenden Dings da, ja. Und über den gibt es, das habe ich zufällig einmal wo gelesen, weil es nachgebaut worden ist jetzt auch. Das Ding gibt es am Wörthersee auch wieder, aktuell. Und irgendwie bin ich halt dann auf diesen Flotten, also auf diesen Marineverband gekommen und die waren dann wahnsinnig hilfsbereit. Aber lustige Geschichte. Das ist der historische Marineverband aus dem Jahr 1908 oder was sind die gegründet worden. Die hatten auch den Film vom Stapellauf der Viribusunitis.
Den haben sie dann leider nur irgendwie irrtümlich ans Filmarchiv verkauft, um nichts. Ja. Und jetzt hat es das Filmarchiv und die Rechte. Da ärgern sie sich jetzt noch. Ja. Genau. Naja, dann würde ich sagen, dann herzlichen Dank.